Robert ist Verhaltensbiologe und Stadtnaturführer in ganz Berlin, aber auch hier auf dem Tempelhofer Feld. Und mit ihm kann man zusammen die Natur in der Stadt entdecken. Was ist eigentlich das Besondere am Tempelhofer Flugfeld? Das wirklich Besondere ist der Vogel, der einen eigenen Ausgabenposten im Berliner Senat hat. Die Feldlerche, er ist die Leitart hier auf dem Tempelhofer Feld. Also nach der richtet sich alles. Du hast hier die dichteste Feldlerchenpopulation Deutschlands. Und das Verrückte bei der Feldlerche, da ist er. Direkt neben uns, singt gerade. Krass. Wie schön. Das machen die immer. Fliegen so hoch, stehen jetzt direkt über uns. Dann lassen sie sich so runtersegeln, stehen auch oft einfach auf der Stelle und sinken dann so wieder nach unten auf den Boden, sind ja Bodenbrüter. Das heißt, wer jetzt hier durchs Gras läuft, immer schön auf den Boden gucken. Die Nester sind verdammt schwer zu sehen. Braun, klein, typischer LBB. Little Brown Bird. Guck mal, das ist ein Turmfalken. Geil. Turmfalken erkennst du mal daran, die haben diesen Rüttelflug, ja, stehen dann so in der Luft, stürzen sie sich runter, holen sich eine Maus. Das heißt also, wir müssen ja nicht in den Serengeti-Park, sondern wir können einfach hier auf dem Tempelhofer Flugfeld. So nicht mal mit großen geschützten Autos durchfahren, ne? Ja. Oder kommt jetzt hier doch noch eine Giraffe oder ein Löwe? Das macht dich nicht lustig. Das Nein, ist wirklich beeindruckend. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen einen wunderschönen Aufenthalt hier in diesem Bezirk.